Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Paper. Ich werde das nicht los. Paper Mario, die Legende vom jungen Tor. Und wir haben letzte Party drei Schlüsselkarten hier eingesteckt und jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt, was hier hinter der Tür wartet. Okay, ein Laufband. Und noch mehr Kruzionen. Forscher. Wie viel Leben haben die? 6, ne? 9, oh Gott. Warum so heftig viel? Wer kann denn... Wer macht denn so viel... Ach komm, Kupilo. Mach mal Powerpanzer. Dann sollte es auch mit einem Multisprung reichen. Ja. So einfach geht das. Ja, tatsächlich. Nichts leichter als das. Kann man hier irgendwie nach oben springen oder so? Ich sehe schon, da hätte das eine Röhre. Aber wahrscheinlich kommt man hier trotzdem noch nicht weiter. Das ist super. Das ist ja... Habe ich die drei Schlüsselkarten hier umsonst reingepackt. Kann ich die wieder rausnehmen? Oh, habt ihr gar nicht verdient. Ich bin so dumm. Man sieht doch, was sich los ist. Ich habe die ganzen Mario-Fähigkeiten vergessen. Und die ganze Fähigkeit, die Begleiter haben. Man kann nämlich den Bart um hier rüberschmeißen. Dann den Schalter aktivieren. Ja, tatsächlich. Und dann kann man hier durch. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich. Wobei. Das geht ja gar nicht. Warte mal. Hä? Komm. Was haben wir denn hier noch? Wir haben... wir brauchen... Oh, Barbara. Barbara. Meine Güte. Ich kann mich auch manchmal anstellen wie ein scheiß Toastbrot. Hier kommen wir nicht hoch. Da auch nicht. Komm, lass mich jetzt rauf. Danke. Da ist eine Karte. Mist. Oh nein. Ganz vergessen, dass man hier wahre Fähigkeiten braucht. Bin auch so ein... Ach. Ja, das ist schon hart peinlich. So. Jetzt hoch. Dann links. Müssen wir da gar nicht hin? Oder müssen wir da auf die Zahnräder rauf? Ich sag's ja, es ist ziemlich Ultrapilz. Oh Gott, ein Ultrapilz. Space Food, adieu. Lol. Wie es da springt. Ja, und jetzt hier lang. Oh Gott, oh Gott. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein. Nein. Oh, puh. Bloß nichts runterfallen. Dann wird man nämlich ganz am Anfang zurückgesetzt. Ganz am Anfang. Also wirklich am Anfang. So, komm, komm, komm. Huiuiui. Nein. Huiuiui. Schwierig, schwierig. Was wird da von uns verlangt? Oh, bitte nicht. Ah, da wird eine Schlüsselkarte. Ja, haben wir schon gesehen. Oh nein. Oh, bitte, please. God, no. Tada! War doch einfach. Eine Schlüsselkarte. Und safe, und safe. Und hier ist ein Safe. Nice! Erstmal den Fidget Spinner erledigen.
Und natürlich muss ich den angreifen. Ah. Barbara ist so scheiße. Oh, wir werden hier aufgefüllt und alles und drum und dran und hier und da und oh, geil. Einmal jetzt schön in meine Heal gönnen. Und ein Safe. Ja, Mann. Wo geht's hier hin? Hintergrund wahrscheinlich da hinten, ne? Ach so. Falls wir runterfallen. Irgendwie dumm. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir doch. Wir müssen da müssen wir da ernsthaft jetzt komplett nochmal rum? Ist das euer Scheißernst? Als ob. Ah, oh, Barbara, was machst du da? Ich darf nicht uns so ungeduldig werden. Das ist mein Fehler. Ich werde immer schnell ungeduldig und dann mache ich Fehler. Komm, geh hoch. Oh Gott. Das ist das Ding. Ach Gott. So. Jetzt haben wir es sogar geschafft, oder? Wobei. Komm ich denn da hoch? Yo. Aha, warte mal. Kann man sich da festhalten? Oder kann man das Teil da kaputt böllern? Warte. Nee. Ich warte mal kurz das Ding hier ab. Ah! Komm mal her, du. Und jetzt? Das ist natürlich interessant. Gut. Puh. Ist ein bisschen stressig gewesen, kann ich verstehen. So, und weiter geht's. Oh. Oh, was sieht... Das sieht aber... Das sieht sehr böse aus hier. Oh, du hier. Da seid ihr. Ich habe euch schon erwartet. Ah, diese Gangster-Visage. Und hat uns erwartet? Was soll das schon wieder bedeuten? Erst locken wir euch mit unseren Sternjuwelen hierher. Und jetzt schnappen wir uns alle Sternjuwelen auf einmal. Das ist der Plan. Und Mario, deine geliebte Prinzessin Peach ist schon lange nicht mehr hier. Was? Also war deine kleine Freundin Peach tatsächlich hier? Wo habt ihr sie hingebracht, ihr Schurken? Haha, das werde ich euch doch nicht auf die Nase binden. Auf los, die Show beginnt. Ich werde euch hier fertig machen. Ich und der Neo-Kruzibot. Oh, das war der Boss aus dem zweiten Kapitel. Ihr erinnert euch, der in Rot und so. Den ich zerstört habe. Der mit 30 Leben oder so. Seid ihr soweit? Ich zeige euch, was Kruzionen-Power ist. Ich hoffe, der ist nicht so krass. Ich habe immer Angst vor Bossen. Okay. Der Neo-Kruzibot ist stärker als alles, was du je gesehen hast. Ich glaube auch. Und davon kannst du dich gleich selbst überzeugen. So, na dann, wenn du stark bist, dann komm doch. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Hab ich eh nicht vor. Tausche mal aus. Und dann tauschen wir Comprina aus. Comprina scannt mir den Dude einmal. Ich würde sagen, 60 Leben. Würde ich jetzt so grob sagen. Das ist der Neo-Kruzibot. Er ist noch stärker als der alte Kruzibot. Maximal 70. Angriffskraft 6. Seine Hauptattacke ist der Schraubendreher, aber er rammt nicht in den Boden. Natürlich kann er seine Arme auch als Stettpracken einsetzen. Für die Arme gilt maximal KP. Ja, okay. Wenn er soweit ist, greifen die Körper und Arme separat an.
Die Arme haben wenig KP, aber solltest du sie zuerst erledigen. Hat der Neo kurzfristig noch wenig KP-Kräfte auch mit seiner MG an. Optisch gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Aber dieses Ding ist schon stärker als der alte Kruzibot. Hübsch sind sie allerdings beide nicht. Da hast du recht. Machen wir mal einen Ultrasprung. Oder? Ja, machen wir mal einen Ultrasprung. So, und los. Verdammt, ich wollte eine OA tun. Das war eine Attacke. Kruzi, drill ab. Alter, der macht 5. Okay. Austauschen. Kupio kann die Verteidigung des Gegners ignorieren. Nee. Das ist dumm. Warte mal. Bartomp. Du hast es drauf. Der hat nur 64. Ja, geht völlig klar. Sprung. Hehe. Zeit für unsere ganz spezielle Spezialattacke. Tut auch gar nicht weh. Echt nicht? Dann glaube ich dir. Ah. Ich verstehe. Oh nein, ich will lieber Gott. Da behalte ich es lieber. Kipp das Ding um. Komm, kipp um. Aber trifft. Oh, natürlich. Multisprung. Der hat echt hohe Verteidigung, das muss man schon sagen. Wow. Wow. Das muss mega viel Schaden machen jetzt. Komm. 6. Machen wir eine Sternattacke. Ich muss den halt Schaden drücken. Das ist das Ding. Ich muss den halt wirklich Schaden drücken, weil ihr seht ja, der hält sau viel aus und macht sau viel Damage. Kann sogar sein, dass es sehr knapp wird jetzt. Oder soll er seine Arme? Ist der Neo-Kruzibot denn wirklich so schwach? Das hilft wohl nur noch eine super Spezialattacke. Nein! Lass es! Bitte, was? Lass meine Zuschauer in Ruhe! Hat er sich jetzt geheilt? Nee. Nimm das! Okay. Junge, der beschießt mich mit meinen eigenen Zuschauern. Das habe ich auch noch nie erlebt. Krass. Entschuldigung, aber du musst weg. Los, Banzai. Was haben wir denn? Items, Ultrapilz. Ja. Nimm mal einen Wackers Kick, bitte. So, Mario. Mach mal ein Powerhauer. Oder? Hab ich schon mal den Ultraschlag eingesetzt? Noch nie, ne? Dann ist jetzt Zeit dafür. 7. Okay. Ja. Technik, Herdentriff, Saugmatz, Eierschlag. Nee, bringt nichts, Saugmatz. Setzt auch Gegner auf und spuckt sie gegen andere Gegner. Probieren wir es mal. Bringt nichts. Okay. Muss ich ausprobieren. Multisprung bitte. Och, Mist. Ja. Ja. Alter, das macht 6 Schaden einfach. So. Das war einfach gar nichts. Was bist du denn?
Ja, Mann, nice. Endlich mal was. Was wir auch gebrauchen können vielleicht. Was macht Stern eigentlich? Oder folgt nur Sternzeiger auf, ne? Shit. Oh, meine Zuschauer kommen mehr. Nice. Sternenergie aufgeladen. Cool. Jetzt holt er seinen Arm wieder. Und er macht die Spirale. Alter. Hey. Gut damit, da hinten auf den billigen Plätzen. Machen wir mal. Oh, nee, komm. Ich brauche irgendwie gerade nicht austauschen. Wer hat noch mehr am nächsten? Gumprina! Du kannst auch noch was. Der Kraft muss man einmal auf den zuschlagen. Multikopf muss. Der hat 16. Der 2x9 sind 18. Ja, machen wir. So, Mario, du darfst das einmal schlagen. Und zwar Power Hour. Also gut gemacht, Mario. Hey, aber der kann doch nicht den Neo-Kreuzbund nicht so einfach besiegen, oder? Ich bin nochmal dran. Hast du dir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht? Hör auf zu denken, bitte. Stirb. Ja! 31 Erfahrungspunkte. Auch sehr schön. Kurz zum Level up. Sternjubil? Rotzios! Raus kann ich um Hilfe schreien. Weg mit dir. Ja. Ah, da ist er, Sternjubil. Mario. Sehr nerviges Kapitel. Du erhältst ein Sternjubil. Deine Sternekraft beträgt als 8. Mario lädt die Sternattacke Sternhagel. Sehr cool. So fand Mario das letzte Sternjubil auf dem Mond, in der Höhle der Kruzionen. Aber Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wohin mag Peach wohl verschleppt worden sein? Der mysteriöse Crucius hat er die Schlüssel zur Lösung aller Rätsel? Und was ist die Bedeutung der Sternjubilen, die Mario gesammelt hat? Welche Wendung werden sie den Abenteuer noch geben? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von One Piece. Nein, Quatsch. Speichern wir. Wir müssen ja eh vom Mond noch runter. Wie kommen wir eigentlich runter da? Ach, keine Ahnung. Das ist ja Wayne. Ah, Bowser. Was geht ab? Das sind wir also. Und wo ist nur der Tempel mit dem Sternjuwel? Eure Rastlosigkeit. Das muss er sein. Ey, da wohnt doch Ping. Entschuldigung, Inspektor Ping. Sehr schön. Also holen wir uns das Sternjuwel. Sternjuwel. Yay. Hallo, oh, lala. Ach, mit einem schicken Geweih im Flur würde mein Haus noch eleganter sein. Aber deine Hörner sehen auch recht stattlich aus. Was? Finger weg von meinen Hörnern. Ja, genau. Das ist nur der ein Horn. Ist, nur der eine Horn ist ja okay. Ah! Mal die Backen. Hallo, hallo. Und wie gefällt das Klima in Bad Limmerich? Wie? Der große Bowser? Nun, wie auch immer. Ist dieser Panzer nicht viel zu warm? Ist der nicht heiß? Etwas, ne? Hallo, kleiner Bubi. Du bist aber groß. Wie heißt du denn? Wollen wir uns einen falschen Namen ausdenken? Aha, mein Name ist Kupfried. Ja, als ob! Komischer Name. Ich bin doch groß, ja, großer Bowser. Ich bin eine große Bowser. Oh, okay. Schau nur, dieser elegante Brunnen, so etwas ist Kunst. Ja, wirklich, was für eine Kunst, was für ein Kunstwerk. Der Wert wahrer Kunst ist nur schwer in Zahlen auszudrücken. Aber Reiche sind bereit, Geld für Kunst auszugeben. Verborgene Werte sind eben nur schwer zu erkennen. Ja. Was reden die denn da? Ja. Reiche erkennen in jedem Dreck Kunst. Hauptsache es kostet viel Geld. Die Tür ist verschlossen. Aufmachen! Das Schloss ist zerbrochen. Oh, das Schloss ist auf. Was für ein Glück! Oh, Bowser.
Ah, das muss es sein. Endlich habe ich ein Sternjuwel. Für war euer Zufriedenheit auch. Ach, wie das glitzert. Wen haben wir denn da? Ihr seid Diebe, genau. Ich irre mich nie. Was redest du denn da? Ich bin... Falscher Name. Ich bin Kupernikus und dieses Sternjuwel ist mein Eigentum. Ach so? Naja, dann ist da... Das da ist ein billiges Imitat. Nimm es, wenn du willst. Was? Ein Imitat? Und ihr stellt den Tempel aus, als ob es euch wäre? Also, wo ist das Original? Das echte habe ich meinem guten Freund Luigi gegeben. Dass ausgerechnet Luigi zu uns zuvorkommt. Diese Brüder sind, sie sind alle beide unausstehlich. Es ist wirklich so dumm, dass die uns immer zuvorkommen. Aber die Frage ist, wo diese Gestalten jetzt? Euer Boshaftigkeit. Hm? Paragumba, was gibt's denn so Dringendes? Ich bringe neue Informationen. Es scheint, als wurde Peach in der Nähe des Äonentors gesichtet. Was? Peach? Das Äonentor? Was ist denn das schon wieder? Das Äonentor müsst ihr doch kennen, eure Hirnlosigkeit. Die Legende sagt, dass sich hinter diesem Tor ein unsagbarer Schatz befindet. Ah! Los, wir brechen auf, wir schnappen uns Peach und den Schatz. Vorwärts, Kami Cooper, geht das nicht schneller? Luigi, lass dich nicht unterkriegen. Wer will so, ja, wollen wir speichern? Ja, ey. Speichern wir. Endlich haben wir alle 7 Sternjuwelen. Damit können wir jetzt auch das legendäre Tor öffnen. Nur eine Frage. Was? Wo haben wir diese Kelle nur Prinzessin Peach gebracht? Auf jeden Fall sollten wir zurück nach Rohlingen. Vielleicht weiß Professor Gumbart ja, wo wir Prinzessin Peach finden können. Ja, wie kommen wir denn zurück? Das ist die nächste Frage. Oder? Naja, diese Frage wird sich im nächsten Part klären. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.